Recht herzlich willkommen zur 24. Folge von Europa Universalis 4 mit den Irokesen. Ja, letztes Mal ihr Aufstand niedergeschlagen. Wir können weiterlaufen lassen. Wir müssen gucken, dass wir, ich glaube, oh, warte, stopp, nicht so schnell. Ja, okay, Handelsreichweite 25, Handelseffizienz 5, alles prima. Da sind sicherlich gute Nachrichten, klar. Mach mal Stopp, was gibt's hier jetzt? Mein Herzog, wir sind außerdem. Also, das ist Militärzugang, okay, und das ist bei Oagisch. Osagisch, auch so. Gut, da wieder rein wollten wir, da sind wir und wir haben hier 40%. Wunderbar. 2,5 haben wir letztes Mal gesagt, glaube ich, ne? So, lassen wir mal flott weiterlaufen. Und wir bleiben hier in der Nähe der Stopptaste. Bevor hier was passiert und wir das überwinden, aber wir müssen jetzt mal schnell machen, damit wir die Verfestigung mal durchkriegen, ne? Wird ja Sinn machen, oder? No, automatisch speichern. Aber wir können natürlich hier oben mal durchgucken, ne? Warte mal, erstmal nochmal hier. Sind wir schon mal 42 fast. Aufstände ist klar, Unruhen ist auch klar. Paraderplatz nicht, ihr könnt. Okay, wir können irgendwo was verbessern. Ja, Handel. Flotte wird da nicht gehen, aber hier sogar was. Nee, die bunten sind's nur, ne? Marktplatz würde da überall gehen, außer die zwei. Da ist es identisch. Produktion, die Effizienz ist auch überall. Und da... Da geht's nicht, da haben wir das schon, oder was? Und hier geht's nicht, weil schon voll. Ach so, das war das Gelbe, okay. Ja, wir haben überall nur einen dann. Lokaler Steuermodifikator plus 40, ja. Das ist Geld, ne? Produktionseffizienz ist plus 50, wäre im Endeffekt auch Geld. Soldatenanzahl und hier oben lokaler Handelseinfluss. Also zurzeit würde ich jetzt einen Tempel bauen. Geht das? Ich mache mal hier hin. Und ein weiterer geht nicht, da haben wir nicht genug Geld für. Weiterlaufen lassen. Wie viel Geld ist denn sowieso im Umlauf? 3,36. Okay. Verlieren 10 Prestige, erhalten 10 Prestige, erhalten 20 Liquidität, verlieren 10, 18 Dukaten. Würde ich das nehmen. So, 3,40. 3,40. Läuft eigentlich. Mal kurz rein. Immer nur 3,40. Ja, da kommen die Regimenter wieder. Das bedeutet, wir machen mal hier ein bisschen langsamer. Und dann greifen die uns an, aber wir greifen die auch an. So, sollten wir auch wieder geschafft kriegen und die sollten uns auch unterstützen. Können wir mal schneller machen. Unsere Kollegen kommen irgendwie nicht. Doch, kommen. Also alles gut. Den Aufstand metzeln wir nieder. Ja. Haben wir gewonnen. Wunderbar. Ja, ob wir da stehen bleiben oder da oben, na, ich gehe trotzdem wieder zurück. So, 0,76 mit mal. Warum das? Achso, weil wir hier wahrscheinlich aufrüsten. Machen wir mal schneller. Schlechte Bilanz, oder ist das die Bilanz nicht von allen? Ja. 7. Jetzt wird schon mehr. 8. Jetzt ist auch wieder hier 3,40. Hat wohl mit der Truppe zu tun gehabt. Hier haben wir jetzt 46, das ist doch auch schon mal schön.
3,46 und hier. Ah, das ist jetzt dann vielleicht 0,05 mehr geworden hier, ne? Oder? Steigert sich das mit der Zeit erst. Dann wären es 0,1 zu dem letzten. Wenn sich das hier durch hochschaukelt, was wir da gemacht haben. Okay. Haben wir schon 50%? Nicht ganz. So, hier verlieren wir 30 Prestige. Ist halt so. Wir waren ziemlich bei der Null schon. Schade. Aber egal. Wir müssen gucken, dass das weitergeht. Dass wir das durchziehen diesmal. 50% haben wir noch nicht, aber wir sind schon nah dran. Dass wir die Hälfte geschafft haben. So, jetzt haben wir die Hälfte. Geld ist 3,43. Können Provinzverbesserungen bauen. Okay. Kann nicht sein, dass wir einen bedeutenden Mann verloren haben. Wir haben keine bedeutenden Männer. So ist schon. Ist, glaube ich, egal wo. Bauen wir von rechts nach links. Okay, Abwesenheit Kaufmann. Verlieren wir 50 diplomatische Macht. Ist das das mittlere? Ja. Und da unten? Macht wäre da minus diplomatische Macht, verlieren wir, egal. So, hier. Da ist schon wieder ein bedeutender Mann gestorben. Egal. So, was haben wir hier? Wahrlich schlechte Nachrichten. Da müssen wir mal eine Pause machen. Wir haben Stabilitätseinbruch, okay. Da ist irgendwas faul. Der Monarch ist gestorben. Verwaltung 1, Militär 3, Diplomatie 5. Gut. Thronfolge ist gesichert. 1, 5, 3 und er hat hier 4, 5, 2. Ist sogar mal ein bisschen besser. Gut. Wie weit sind wir hier? 52,8. Stadtsäckel 3,35. Können wir hier noch was machen? Beraterplatz. Und Schwabbeutel ist auch klar. Ein Anführer ist gestorben, okay, aber da haben wir nicht genug militärische Punkte, waren das, glaube ich, die man da braucht, ne? Ja, militärische Macht haben wir nicht. Gut, aber wir können weiterlaufen lassen. Dachte ich, und schon wieder angehalten. Verlieren Prestige. Ja, verlieren wir Prestige. Kann ich nicht ändern. Muss so laufen. 64 haben wir Prestige minus, ne? Ja, und hier haben wir sogar Legitimität 49. Das ist ja schon mal was. Händler. Ah, da brauchen wir gerade nicht, ne? Oh, hier ist gleich was dran, ne? 33. Immer nur 33. Und dann ist es geschafft. Jetzt ist es geschafft. 10 Cent mehr. Okay, da stand er ja auch, ne? Stand dabei. So, hier sind wir bei 56%, okay. Ja. Anführer rekrutieren bringt uns nichts. Wollen wir hoffen, dass wir da durchkommen. Naja, okay. Dezentralisierung erhöht bis 21.16.49. Nationale Unruhen werden weniger. Und die Veränderung der Autonomie minus 0,05, okay. Müssen wir mit leben.
Gut. Und da können wir wieder was bauen. Sollten wir vielleicht wieder einen Tempel machen, ne? Machen wir auch fertig. So. Was war denn das gerade? Wenn wir nicht genug Geld haben, wird das wahrscheinlich angezeigt, ne? 3,45, dann haben wir 3,55. Sind wir schon bei 60? Fast. Dann haben wir zwei Drittel jetzt. Ne, zwei Drittel nicht. Vier Fünftel, ne? Ne, drei Fünftel. Drei Fünftel. Freihandel erhöht, okay. 66%, das sind dann zwei Drittel. Die haben wir aber noch nicht. 3,50 haben wir jetzt hier. Geld geht voran. Und verlieren wir 100 diplomatische Macht. Kommen wir auch ab. Ist halt so, ne? Wir müssen einfach mit der Geschichte vorankommen. Das hat anders keinen Sinn. 62%, noch nicht zwei Drittel. Halte 1 Inflation und hier oben. Globaler Handel, selbstgefällige Händler. Ich sehe, dass sich unsere Händler nicht besonders anstrengen. Ich glaube, die Preise könnten steigen. Inflation können wir uns aber leisten in dem Sinne. Komm, machen wir. Können sie aber nicht senken, weil wir keine administrative Macht haben, oder? Gut, dann müssen wir da durch. Dann müssen wir da durch. Aber 3,86 ist ja jetzt schon mal ein richtig guter Wert, oder? Und hier haben wir 63%. Dauert noch. Ja. Oh, die haben da unten nur noch 6 Truppen. Die hatten mal 7, glaub, oder? Aber dafür haben die 2. Da haben die eine abgegeben und da eine mehr. Ja, könnte sein, ne? Gut. Jo. Läuft oder läuft nicht? Gute Frage, ne? Nee, gehen wir nicht auf. Verlieren 30 Legitimität. Na, das wird ja immer schlimmer. Sind das hier schon weniger geworden? Naja. Wie viel sind's? Ja, wir haben jetzt zwei Drittel. Und ich glaube, die zwei Drittel geben mir Anlass, das Spiel hier gerade mal zu pausieren. Ich würde sagen, die Folge soll es dann reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.